Hallo meine Lieben da draußen. Heute kam ein Paket für mich an, das meine lieben Nachbarn netterweise für mich angenommen haben. Und das zeige ich euch jetzt. Ich habe es schon geöffnet. Und es ist vom LCW Shop oder lcwshop.de. Und dieses Paket ist 2,8 Kilo schwer. Ich fange mal eben an, die Rechnung zu öffnen, damit ich euch auch genau sagen kann, was das gekostet hat. So. Ich hoffe, da sind alle Positionen drauf aufgeführt. Yes. So sieht eure Rechnung dann aus. Und so. Ich fange an mit dem Bärenmüsli hier. Weil ich muss euch sagen, ich tue mich sehr, sehr, sehr schwer, morgens mein Müsli wegzulassen. Ich esse, seitdem ich 3 Jahre alt bin, Müsli morgens. Und ja, so eine 20-jährige Routine lässt sich leider nicht so schnell ausschalten. Und also wenn ihr irgendwelche tollen und schnellen Tipps zum Frühstück habt in der Woche, dann würde ich mich wirklich freuen, weil... nur so ein bisschen Quark mit Beeren hält bei mir nicht lange an. Ich fahre mit dem Fahrrad zum Bahnhof und steige da in den Zug. Und deswegen habe ich mir dieses Beerenmüsli hier bestellt. Protein- und ballaststoffreich. Hier sind drin 300 Gramm. Und die Nährwerte werde ich euch fotografieren und dann hier irgendwo einblenden, damit ihr... damit ich das jetzt nicht die ganze Zeit vor die Kamera halten muss und die Probleme mit dem Fokussieren eventuell bekommt. Und ich einen schlappen Arm bekomme, weil das ja doch ein paar Sachen sind, die ja, viel wiegen. Ja, was ist denn da drin? Sojaflocken, Feigen, Sojakerne, Beerenmischung mit Himbeeren und Erdbeeren, Reismehl, damit die Feigen nicht zusammenkleben. Und kann Spuren von Nüssen, Erdnüssen und anderen Saaten enthalten. Also, was ich hier so sehe, sieht gut aus. Ich finde, das sieht echt lecker aus. Schaut mal. Und das hat gekostet, ich glaube, das fand ich irgendwie ein bisschen teuer. Ja, 3,79. Aber ich dachte mir, jetzt kriege ich ausgelernten Gehalt und jetzt kannst du dir das mal gönnen. Und ja, wenn mir das schmeckt, dann werde ich mir das wohl zusammenstellen. So selber mit Sojaflocken von DM und ich schau mal. Aber ich wollte das auf jeden Fall ausprobieren, um euch auch etwas zu zeigen, dass man da gut bestellen kann. So, nächste Sache ist eine Backmischung. Und zwar für ein Wake Up Vital Brot Low Carb. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn das hingehauen hat mit dem Backen, dass ich mir das morgens auch schmiere, das Brot. Allerdings nehme ich schon mit zur Arbeit Eiweißbrot und ich finde, das ist zu viel Brot an einem Tag. Irgendwie, nee. Und ja, keine Ahnung, ich bin einfach ein komischer Frühstücksmensch, glaube ich. So, so sieht das nämlich aus. Das, das sieht aus wie so Mörtel, den man anmischen muss. Und da steht das nochmal drauf. Es sind 360 Gramm drin. Jo. Und sieht echt, ja, das sieht aus wie ein Mehl. Okay, hier hinten steht da noch drin. Ja, hier sind auch noch Tipps drauf, wichtig. Zu einer konzentrierten, eiweißreichen Mahlzeit empfiehlt Wake Up, 2 Drittel Salat bzw. Rohkost oder Gemüse zu essen. Süße Aufstriche passen wegen des hohen Kohlenhydrateanteils besser zu üblichem Vollkornbrot. Dann ist hier noch mal die Zubereitung und sowas drin, drauf geschrieben. Ja, das ist so ein dünnes Dingens. Und hat gekostet 3,20 Euro. Ich bin mal gespannt, wie viel Brot ich da rauskriege, weil, ja, wenn ich da ein ganzes Kilo, glaube ich nicht, wenn ich da 500 Gramm rauskriege, dann rechnet sich das ja fast schon mit dem normalen Eiweißbrot. Ja. Und weil ich einfach nicht ohne Süßes kann und Lakritz echt lecker finde,
habe ich mir hier für 1,58 Sylte Bolletjes gekauft. Das sind hier so Katzenfötchen, würde ich sie nennen, aber die sind, also die sind viel härter. Und hier steht dann drauf, this product is sugar free, kind to teeth, 30% less calories, color free, ja bla, gluten free, milk free, nuts free, peanuts free. Aber Peanuts sind doch auch Nuts, oder? Also auf jeden Fall kann das, glaube ich, jeder essen, der Lakritze mag. Und davon nehme ich mir bestimmt ein bisschen was mit zur Arbeit, wenn ich dann mal so einen Durchhänger kriege nach dem Mittagessen. Wer kennt das nicht? Und jetzt, oh mein Gott, ich musste lachen und ich dachte so, hey, das ist aber nett, dass ihr mir eine Spermaprobe mitschickt. Und so das da. Also es sind die Shirataki-Glasnudeln. Und die kommen in einem Beutel mit Flüssigkeit. Also die sind schon eingelegt. Das könnt ihr echt schlecht erkennen jetzt hier. Aber es fühlt sich an, als hättet ihr, wenn ihr Fische in der Zoohandlung kauft, dann habt ihr doch auch so einen Beutel mit Luft und Wasser drin. Und hier ist halt keine Luft drin, aber hier ist Flüssigkeit drin. Und es sieht echt aus wie eine Spermaprobe. Es ist so... Aber ja, ich finde es ganz cool. Hier sind 200 Gramm drin. Und ich wollte mir die wohl mal mit Carbonara machen oder Bolognese. Also wenn man Nudelersatz hat, kann man auch alles an Nudeln Sachen messen. Das ist echt cool. Was haben die gekostet? Lasst mich schauen. 2,79 Euro für 200 Gramm. So sehen die aus. So, schauen wir mal, ne? Dann als vorletztes habe ich mir gekauft, weil ich ja so gerne backe und weil ihr das ja auch wisst, dass ich gerne backe und auch gerne mal Muffins oder so auch für den Durchhänger nachmittags dann mit zur Arbeit nehme. Mein PC ist abgestürzt. Bio-Mandelmehl. 400 Gramm Inhalt ist da drin. Das ist auch Vakuum verpackt. Das finde ich echt toll. Und das ist halt, hier steht auch noch drauf, da Backzutat. Und ja, was kann ich euch dazu noch sagen? Eignet sich bestens als aromatische Backzutat für Brote, Kuchen, Kekse, Waffeln und vieles mehr. Naturbelassenes, hochwertiges Bio-Mandelmehl, auch Mandelgrieß genannt. Aha. Wird aus schonender Mahlung gewonnen. Ja. Und das hat gekostet. Vorsicht. 7,49 Euro. Ich schäme mich schon echt ein bisschen, weil ich so viel Geld ausgegeben habe. Aber ich finde die Ernährung Low Carb echt gut. Und auch wenn ich zwischendurch echt mal cheate mit Obst und so, weil ich kann ohne Obst nicht und mit meinem Müsli. Aber ich finde dieses, ich finde das ganz toll, auch wenn das eine etwas teurere Lebensart ist. Aber ich probiere sie aus. Ich bin jetzt seit einem Monat dabei und ich fühle mich echt gut. Doch. Und als letztes, wo wir beim Backen sind, habe ich mir noch einmal ein ganzes Kilo von Zucker gekauft. Und hier sind auch ganz viele. Hier ist ein Tortenring und hier ist ein Mixer, weiß ich nicht, eine Torte, eine KitchenAid, einmal ein Schriftzug mit Dessert, ein Eis, hier ist ein Tortenständer, hier ist ein Eis, hier ist ein Wackelpudding und oh, ganz viele tolle Sachen. Und hier steht dann noch drauf Feinkörnig. Den gibt es auch nochmal in rosa. Und der ist dann, glaube ich, grobkörnig und in, oh, fragt mich nicht, grün, weiß ich nicht genau. Ja. Und dann steht hier hinten drauf, reinstes Xylit, natürliches Süßungsmittel. Und soweit ich weiß, ist Xylit ein Abfallprodukt bei der Herstellung von Zucker aus Zuckerrüben oder Zuckerrohr. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber, ja. Es ist
hat eine zahnpflegende Wirkung und es ist zu verwenden wie Zucker 1 zu 1. Da bin ich noch ein bisschen kritisch, weil ich mir von Rossmann mit meiner Mama zusammen Stevia gekauft habe. Und da stand auch drauf, dosieren wie Zucker, 1 zu 1 und überhaupt gar nicht. Also Stevia ist wirklich fast doppelt so süß, wie, also finde ich jetzt. Das empfindet natürlich jeder anders, aber ja, Stevia hat so einen komischen, was heißt komischen Eingeschmack, aber man schmeckt es irgendwann raus, wenn man es kennt. Ich süße damit zum Beispiel jetzt immer meinen Kaffee morgens und ja, man merkt schon, das ist was anderes. Aber das hier soll ja genauso wie Zucker schmecken. Hier steht drauf, zum kalorienreduzierten Süßen von Speisen und Getränken zur Zahnpflege wird Insulin unabhängig verstoffwechselt, garantiert ohne Gentechnik. Bitte beachten Sie, die Einnahme größerer Mengen Zucker kann vor allem beim erstmaligen Gebrauch abführend wirken. Das heißt, ich sollte das in meinem Urlaub probieren. Nach Gebrauch stets verschließen. Es können mit der Zeit Klumpen entstehen. Gut, ist klar, weil unsere Luft besitzt Feuchtigkeit und wenn man das offen rumstehen lässt, ist das halt so. Zucker besteht aus 100% Xylit. Es ist ein sehr gut löslich in kaltem und warmem Getränk und es ist sehr gut löslich in warmen und kalten Getränken und Speisen. Ja. Ne? Und das ist echt so ein richtiger Humpen. Der hat gekostet, das war auch das teuerste von allen, 9,50 Euro. Und ja, ich schaue mal, wie ich das dosiere und werde euch dann natürlich berichten, beziehungsweise auch gerne Rezepte euch schreiben. Die liebe Nadine The Sheep 1991 hat schon auf Instagram gefragt, oh, kannst du mal bitte Rezepte machen? Und ja, ich habe halt schon ein paar Rezepte abgedreht, aber nicht mit den ganzen Sachen hier, sondern die eben auch ganz normal in meinem Kanal die ihr auch in meinem Kanal findet oder auf meinem Kanal findet. And then war ich noch bei Rossmann und habe mir Asche auf mein Hoft. Echt. Zweimal. Oh, ich liebe sie so. Von Seeberger Edelnussmix geröstet und gesalzen. Boah, die sind so krass lecker. Auch hier findet ihr die Werte einmal hier irgendwo eingeblendet. 2,39 Euro. Gut, dass ich ein eigenes Konto besitze, sonst hätte mein Freund mich schon erschlagen. Und nochmal. Und dann habe ich mir noch, das tut jetzt gar nichts hier zur Sache, aber Gummis für die Wimpernzange gekauft. Und für 8,99 Euro. Eiweiß-Shake, auch von Rossmann, das findet ihr da. Und dann in Frutti di Bosco, das heißt Waldfrucht, richtig. Bosco ist der Wald. Frutti ist Mehrzahl und heißt Frucht, Obst, Beere. Ne? Und das ist zum Muskelaufbau, Regeneration, Bodyforming, Bodyshape, Bodybalance mit Vitamin und plus L-Carnitin. So, dann steht hier Zubereitung, 3 gestrichene Dosierlöffel mit 300 Milliliter fettarmer Milch in einem Handshaker oder Mixer zubereiten. So, und dann Verzehrempfehlung ist hier noch drauf bei Belastung, schwerer körperlicher Arbeit, Stress zum Beispiel und normaler sportlicher Betätigung. 1 bis 2 Portionen am Tag, zum Beispiel zum Frühstück und zwischendurch. Was ich jetzt aber machen werde, ist, ich werde mir das so vielleicht als Joghurt oder sowas anmischen oder auch als Eis, dass ich Sahne schlage, das mit Joghurt vermenge und hier ein paar Löffel von reingebe und dass das dann halt mein lecker Eisersatz ist. Und da werde ich mal schauen, wenn das alles ganz gut klappt, so wie ich mir das vorstelle, werde ich euch auf jeden Fall Videos darüber drehen. Ich hoffe, die Leute, die sich oder die mich abonniert haben, weil ich ganz viele Schminkvideos gemacht habe, sind jetzt nicht allzu enttäuscht. Das wird jetzt nicht mein Hauptthema, aber ich denke, wenn ich hier ein bisschen Abwechslung reinbringe, tut das allen ganz gut.
Und es gehört zu mir, es gehört zu meinem Leben und ich will mich da überhaupt nicht rechtfertigen müssen, weil ich weiß, dass ihr mich auch ganz so gerne habt. Und das sehe ich ja an fast 600 Abonnenten. Oh. Okay, dann hoffe ich, ich habe euch nicht schon wieder zu viel gelabert. Das war ein Haul von, weiß ich nicht, höchstens 8 Produkten. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, siehst du. 9 Produkten. Aber, ja, wir sind jetzt am Ende angekommen und ich wünsche euch einen schönen Tag und schreibt mir doch einfach mal, ja, wie ihr das mit eurer Ernährung haltet, ob ihr voll auf Fett verzichtet, also wirklich nur Magerquark und Vollkornbrot und, ne, so, oder ob ihr alles essen könnt und trotzdem eine Topfigur habt, ja, davon gibt es ja auch ein paar Glücksschweinchen. Und ja. Und da wollte ich noch sagen, kurz eine Ankündigung. Ich hatte eventuell vor, ein Hangout zu machen. Was ist denn das? Lasst mich mal überlegen. Am 1. Juli-Wochenende wollte ich das machen. Also am Freitag, am 1. Freitag im Juli wollte ich das machen. Da habe ich nämlich sturmfrei. Und kann mit euch dann ganz lange labern und da fühlt sich dann keiner gestört. Und ja, okay, das war's jetzt. Und wenn ihr jetzt an dem Freitag Zeit habt, könnt ihr mir ja gerne schreiben. Also macht's gut. Tschüss.